Das Totenschiff. Ein Hörspiel von Ernst Schnabel nach dem gleichnamigen Roman von Traben. Die Personen der Handlung sind: Will, ein Seemann, ein spanischer Polizist, eine schwarze Dame, zwei belgische Polizisten, ein Polizeikommissar, ein amerikanischer Konsul in Rotterdam, ein Eisenbahnschaffner, ein Schnellrichter, ein Gefängnisdirektor, ein Soldat, ein Leutnant, ein Kommandant, der Kapitän der Jorike, der Ingenieur des Schiffes, Krikor und Lasky. Hoppla! Na du, komm. Bist ein ganz hübscher Kerl, mein Kleiner. Ein halbes Kilo sicherlich. Na, vielleicht auch nicht ganz. Aber 350 Gramm hast du bestimmt. Hau ab! Grüß mir deine Kleine. $350 hätte ja doch nicht gereicht. Hey, Sie! Gentlemen! Senja? Sagen Sie mir mal, Mister, den wievielten haben wir heute eigentlich? Heute? Ja, heute. Warten Sie mal, Senja. Wir müssen heute den 12., 14., 15., warten Sie mal. Nee, so genau brauche ich das gar nicht, Mister. Wenn Sie mir wenigstens das Jahr sagen können. Das Jahr? Nur auf den Monat genau kann ich es Ihnen schon sagen. Wir haben Mai. Und das Jahr? 1925 natürlich. Aber warten Sie mal, ich überlege gerade, wir müssen so den 18. oder 19. heute haben. Den 18. oder 19. Mai. 1925. Natürlich 1925. Ich weiß genau, wisst ihr, ob es der 18. oder ob es der 19. ist? Aber das mit dem 1925 wissen Sie genau. Ja, nur den Tag. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber sagen Sie mal, Senior, wussten Sie wirklich nicht, dass wir 1925 haben? Nee, das hatte ich vergessen. Hab schon ein paar Jahre lang nicht mehr gefragt. Ist aber auch egal. Das Mai ist schon wichtiger. Da geht jetzt also der Sommer los. Das ist eine schöne Aussicht. Das ist nämlich wichtig für unser einen. Dann kann man nämlich draußen schlafen. Ich verstehe. Können Sie das wirklich verstehen? Sie, wo Sie doch Polizist sind? Sind Sie doch, nicht? Jawohl, bin ich, Senior. Und da haben Sie doch nachts ein Bett und im Winter einen Ofen. Allerdings, Senior. Sehen Sie, das habe ich nämlich nicht. Deshalb interessieren mich immer bloß die Monate, ob es Mai ist oder Dezember. Das ist nämlich ein Unterschied. Verstehe, Senior. Aber welches Jahr es ist, ist ganz egal. Meinetwegen kann es 1925 oder 45 oder 65 sein. Gewiss, Senior. Sie brauchen übrigens nicht immer Senior zu mir. Warten Sie mal. Sehen Sie? Na komm mal, Kleiner. Hoppla! Hat ihm schon. Ach Gott, wieder nicht mehr. Bloß 350. Na, da hast du Schwein gehabt. Hau ab! Ja, sagen Sie, was machen Sie denn eigentlich hier? Aha, jetzt ist es soweit. Habe ich's doch gewusst. Sie sind ein Polizist, da können Sie wohl nicht anders. Also, was ich mache? Das sehen Sie doch. Ich angle. Ja, aber Sie werfen die Fische ja immer wieder ins Wasser. Das ist wohl verboten hier bei Ihnen in Spanien. Oh nein. Ich verunreinige wohl Ihr Hafenwasser mit meinen Fischen, wie? Aber im Gegenteil, Senior. Hier können Sie reinwerfen, was Sie wollen. Aber wenn ich fragen darf, Sie fischen wohl bloß zum Spaß, zur Unterhaltung, wissen Sie? Nein. Ich angle, weil ich Hunger habe. Genau, aber dann... Das müssen wir doch zugeben. Die sind doch alle viel zu klein, wenn man richtigen Hunger hat. Da werfe ich sie lieber wieder ins Wasser. Ja, aber dann... Nee, wissen Sie, Mister, ich habe gedacht, Sie würden mich nach ganz was anderem fragen. So? Nach meinen Papieren zum Beispiel. Oh, das besteht doch gar keine Veranlassung. Sie führen sie doch ganz ordentlich auf.
Sie angeln hier? Schön. Was soll ich Sie denn da nach Ihren Papieren fragen? Ich habe nämlich keine. Ach nein. Und nun nehmen Sie mich hops, was? Aber nein, Sie führen Sie doch ganz ordentlich auf. Doch gar keine Veranlassung. So? Das ist für Sie keine Veranlassung? Da sind Sie aber auch der einzige Polizist, für den das keine Veranlassung ist. Da hätten Sie mal Ihre Kollegen in Holland und Belgien und Frankreich sehen sollen. Aber sagen Sie, das ist doch wohl sehr schlimm. Keine Papiere? Das muss doch furchtbar sein. Das kann ich Ihnen sagen. Da haben Sie aber mal ganz genau recht. Und ob das furchtbar ist. Aber wo haben Sie denn Ihre Papiere gelassen? Tja. Was sind Sie denn eigentlich für ein Landsmann? Yankee. Yankee? Ja, warum fahren Sie denn da nicht heim und lassen sich neue geben? Glauben Sie, dass mir einer welche gibt? Aber natürlich. In Ihrem Heimatland? Haben Sie gedacht, Kuchen. Kein Mensch gibt mir welche. Die kennen mich gar nicht. Wissen Sie, was die mir gesagt haben? Es gäbe mich gar nicht. Die wollen nicht mal glauben, dass ich geboren bin. So ist das. Jawohl, so ist das. Werden Sie mal glauben. Was machen Sie denn nun? Tja, das ist gar nicht so einfach. Das will ich aber glauben. Dann... Nee, Mister, das ist alles nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das gleich erzählen soll. Passen Sie mal auf. Wissen Sie, was eine Laus ist? Aber ja, natürlich. Also, das wissen Sie. Schön. Wissen Sie vielleicht auch, wie es in einem Uhrwerk aussieht? Ja, natürlich. Mein Vater war Uhrmacher. Ist ja wunderbar. Also, dann stellen Sie sich mal ein Uhrwerk vor. Nicht so ein gewöhnliches. Nicht von einem Wecker. Nee, von einer Kirchturmuhr. So 10 Meter im Durchmesser. Und lauter große Wagenräder, die da drin kreisen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, natürlich. Gut. Nun denken Sie sich mal, auf einem von diesen Rädern, auf dem größten vielleicht, da wohnt eine Laus. Nein, das ist ja unmöglich. Da wohnen doch keine Läuse drauf. Die Räder werden doch dauernd gereinigt. Sie sollen sich das ja bloß mal vorstellen. Ach so. Also, auf dem größten Rad, da wohnt eine Laus. Und eines Tages schläft die Laus ein. Das Rad macht einen Ruck und die Laus fällt runter. Und da ist nichts zu lachen, mein Lieber, gar nichts zu lachen. Das ist nämlich eine furchtbare Situation für so eine Laus. Da sitzt sie nämlich nur zwischen den Rädern. Und die Räder drehen sich, dass der Laus Hören und Sehen vergeht. Und sie muss hin und her springen, damit sie nicht totgequetscht wird von den Rädern. Und hat keine ruhige Minute mehr im Leben. Donner, das ist entsetzlich. Und ob das entsetzlich ist, furchtbar ist das, einfach furchtbar. So geht mir es nämlich. Seit 4 Jahren. Ach, Sie sind auch Uhrmacher, Senior. Nee, ich bin Seemann. Aber von dem Rad bin ich runtergefallen. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Und nun hupf ich hin und her und habe keine Ruhe mehr, weil ich nicht zerquetscht werden will zwischen den Rädern, die Holland und Belgien und Frankreich und Amerika heißen. Aber raufkommen kann ich auch nicht mehr. Und dabei haben Sie Ihre Papiere verloren. Na ja, doch. Wenn Sie keine Papiere mehr haben, dann dürfen Sie nicht mehr auf das Rad drauf. Und müssen hopfen. Madonna. Ja, wo war das denn? Wo ich meine Papiere verloren habe? In Antwerpen. Aber wie konnte das passieren? Ich bin eingeschlafen. Das habe ich Ihnen doch alles schon gesagt. Ach, und dabei hat man Sie Ihnen weggenommen. Nee, nicht weggenommen. Passen Sie mal auf. Ich will Ihnen das mal ganz genau erzählen. Ich war auf der Tuscaloosa. Feines Schiff, sage ich Ihnen. Ganz neu. Von Baltimore. Ja, da kamen wir eben mit Baumwolle nach Antwerpen. Abends ging ich an Land. Aber bloß für eine Stunde, denn um 4 Uhr morgens wollten wir schon wieder auslaufen. Und um Mitternacht, da ging ich auch wieder pünktlich an Bord. Und wie ich da so auf dem Scheldekee lang gehe, da steht da eine Dame. Eine Dame, sage ich Ihnen. Madonna. Blond. Nee, schwarz war sie. Eine schwarze Dame. Ich gehe da so an ihr vorbei und, naja, auf einmal muss ich husten. Pardon, Madame. Na, Kleiner? Ich dachte nämlich, ich hätte Sie erschreckt. Habe ich gedacht. So, das haben Sie gedacht. Habe ich gedacht.
Aber sagen Sie mir, Mademoiselle, haben Sie eine Ahnung, wie spät es schon sein kann? Ich habe keine Uhr, mein Junge. Ah, ist wohl schon sehr spät. Dann muss ich nämlich laufen, weil wir nämlich... Ach so, dann müssen Sie laufen. Sie sind wohl kein Gentleman, hm? Aber natürlich bin ich ein Gentleman. So? Sie sind ein Gentleman? Na und, ob ich einer bin? Und da wollen Sie trotzdem eine junge Dame mitten in der Nacht allein auf der Straße stehen lassen? Es könnten doch Einbrecher in der Nähe. Vielleicht sind Einbrecher. Wo sind Einbrecher? Na, vielleicht ist es auch kein Einbrecher, was hier in der Nähe ist, sondern ein Mörder. Was? Man kann doch nicht wissen. Und ich, wissen Sie, ich bin so furchtsam. Ach, darf ich Sie ein Stückchen begleiten, Madame? Ja? Kommen Sie mit? Ja. Sehen Sie, Mister? So kam das. Das mit der schwarzen Dame, ja. Ich verstehe. Und können Sie sich an die Laus von vorhin erinnern? Aber gewiss. Sehen Sie, so war das. Die Laus schlief ein, das heißt, ich schlief ein. Und dann... Herrje. Mademoiselle. Mademoiselle. Wie viel Uhr ist denn? Ach, lass doch, Kleiner. Bleib liegen. Ach, es ist doch so schön, oder nicht? Nee, nur lass, Mann. Jetzt ist genug. Ach, schon genug? Dreh doch mal den Wecker rum. Ich komm nicht dran. Augenblick mal. 7 Uhr. Verdammt! Die Tuscaloosa. Ach, Madonna. Jetzt war sie weg. Jetzt war sie weg. Es war 7. Um 4 war sie ausgelaufen. Passé. Und die Dame? Die Dame. Die Tuscaloosa. Weg. Vorbei. Nichts zu ändern. Die Sonne schien, der Himmel war blau, die Spatzen pfiffen. Vorbei. Na, da bin ich gegangen und habe ihn auf eine Bank gesetzt. An Scheldekee. Dahin, wo die Tuscaloosa gelegen hatte und... wo jetzt so ein großer leerer Platz am Pier war. Erst habe ich gedacht, ich wollte heulen. Aber dann habe ich mich langgelegt und wollte ein bisschen schlafen. Ich hätte auch geschlafen, da am Scheldekee in der Sonne. Aber wissen Sie, da kam so ein Kollege von Ihnen, Mister. Genauso einer wie Sie. Nur, dass der ein bisschen anders war. Nee, eigentlich war der nicht anders. Sie sind anders. Der andere war, wie sie alle sind. Wissen Sie, Mister, Ihre Kollegen, die kann man schon an der Stimme erkennen. Hey, hola. Ja, Sie. Wer? Ich? Wer denn sonst? Was machen Sie denn hier? Ich höre doch. Ich liege auf der Bank und warte. Werden Sie nicht frech? Haben wir kein Nachtquartier gehabt? Wo haben Sie geschlafen heute Nacht? Ja, je. Was Sie auch alles wissen wollen. Bei einer Dame habe ich geschlafen. Sie sind Engländer, nicht wahr? Nee, Yankee. Aha, als Amerikaner. Yes. Nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Aber ich mit Ihnen. Ich bin von der Polizei. Da haben Sie aber Schwein. Das ist ein guter Job. Haben Sie Sorgen oder was wollen Sie von mir? Sie sind Seemann, was? Yes, old man. Haben Sie einen Posten für mich? Wie heißt Ihr Schiff? Tuscaloosa. Die ist doch heute Morgen rausgegangen. 4. Was Sie auch alles wissen. Sie dachten wohl, das wäre eine Neuigkeit für mich. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Was denn für Papiere? Na, Ihr Pass oder so. Habe ich nicht. Na, dann Ihr Seefahrtsbuch. Mein was? Mein... Ach, du liebes Bissi. Na, zeigen Sie schon her. Mein Seefahrtsbuch. Ja, also wissen Sie, wenn Sie... das nämlich meinen sollen, also dann muss ich, also dann müssen Sie nämlich wissen... Da reden Sie nicht so viel, Mann. Also wenn Sie nämlich das meinen sollten, dann müssen Sie nämlich wissen, das ist heute Morgen in See gestochen. Glock 4. Na, kommen Sie mal zur Sache, Mann. Was heißt in See gestochen? Mit der Tuscaloosa. Ah, na, da kommen Sie mal mit. Wieso denn? Wohin denn? Das werden Sie ja sehen. Kommen Sie schon.
Sie heißen? Bill Gabel. Wozu wollen Sie denn das eigentlich wissen? Sie wollen also nicht. Gut. Ihre Staatsangehörigkeit? USA. Beweise? Was denn für Beweise? Na, Ihre Papiere. Das habe ich Ihrem Herrn doch da schon... Ohne Ausweispapiere. Na, haben Sie was gefunden, Straten? Nein, Herr Kommissar, ist nicht drin. Wo denn drin? Wir haben bloß mal nachgesehen, ob Sie in unserer Sammlung sind. In unserem Verbrecheralbum. Sie denken wohl, ich wäre ein Verbrecher? Lassen wir das. Dann sagen Sie mir mal, was wollen Sie denn jetzt machen? Ich? Oh, wissen Sie, Herr Kommissar, das weiß ich auch noch nicht so genau. Wollen Sie gerne nach Frankreich? Ich? Nee, wieso? Nach Deutschland? Nach Deutschland? Nee. Also nach Holland? Ja, wieso denn? Na, irgendwo müssen Sie doch bleiben, Mann. Ja, wissen Sie, Herr Kommissar, mir wäre es am liebsten, ich bliebe hier. Aber uns wäre das nicht so lieb. Ach so. Ja, warum denn nicht? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Stellen Sie sich doch nicht so an, Mann. Sie haben keine Papiere, kein Mensch weiß, wer Sie sind, was Sie für einer sind. Na, das sehen Sie doch. Na eben. Und nun möchten wir hier in Belgien nicht gerne die Verantwortung für Sie übernehmen. Deshalb werden Sie jetzt nach Holland reisen. Das heißt, wenn Ihnen Frankreich oder Deutschland nicht lieber sind. Nee, nicht nach Deutschland. Also nach Holland. Straten? Mag aber die Holländer gar nicht. Das ist mir ganz egal, ob Sie die Holländer mögen oder nicht. Machen Sie das gefälligst mit den Holländern ab. In Frankreich wären Sie am besten aufgehoben gewesen. Aber da wollen Sie ja nicht hin. Nach Deutschland auch nicht. Das ist Ihnen anscheinend nicht gut genug. Jetzt gehen Sie nach Holland, damit was da. Eine andere Grenze haben wir nicht. Ihretwegen schaffen wir uns auch keine neue an. Aber warum denn über der Grenze? Na, sollen wir Sie vielleicht lieber in die Nordsee schmeißen? Nee. Na also. Wissen Sie, Herr Kommissar, wenn es nach mir ginge, dann bliebe ich am liebsten hier in Antwerpen. Es geht aber nicht nach Ihnen. Wäre mir aber wirklich das Liebste. Aber uns nicht. Wir wollen nichts mit Ihnen zu tun haben. Mann, kapieren Sie denn das nicht? Warum denn bloß nicht? Weil keiner weiß, wer Sie sind. Wissen Sie was? Für uns gibt es Sie überhaupt nicht. Sie haben keine Papiere. Wer weiß, wer Sie sind? Kurz, für uns belgische Behörden gibt es Sie überhaupt nicht. Und wenn es Sie dennoch geben sollte, dann bitte nicht bei uns. So. Da bin ich für Sie wohl bloß so eine Art Gespenst. Ja, richtig, Mann. So eine Art Gespenst, ganz richtig. Und bloß, weil die Tuscolosa rausgegangen ist? Nee, sondern weil sie keine Papiere mehr haben. Keinen beglaubigten Namen, keine Staatsangehörigkeit. Und sehen Sie zu, dass Sie wieder Papiere kriegen und wieder ein richtiger Mensch werden. Bis dahin sind Sie jedenfalls für uns nicht vorhanden. Verstehen Sie? Die Welt hat ihre Ordnung. Sie ist in Staaten aufgeteilt. Und wer zu keinem Staat gehört, wer nicht beweisen kann, dass er zu einem gehört, der gehört nicht in die Welt. Erst kommt der Staat, dann kommen Sie. Aber sagen Sie, Herr Kommissar, ich dachte immer, der Staat wäre für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und wären Sie nicht noch frech, Straten? Herr Kommissar. Bringen Sie den Kerl an die Grenze, Sie wissen Bescheid. Und Sie, Sie lassen sich nicht wieder in Belgien sehen, verstanden? Sonst sperren wir Sie ein und schmeißen den Schlüssel weg. Also los, Straten. Jawohl, Herr Kommissar. Kommen Sie mit. Ich? Ja, Sie. Nee, ich will ja gar nicht weg. Hier haben Sie nichts zu wollen. Lassen Sie mich los! Keine 10 Pferde bringen mich nach Holland! Das werden wir ja sehen! So, nun passen Sie mal auf, Mann. Sehen Sie da drüben das Licht? Da rechts von dem Baum. Nicht so laut, Mensch. Ja, rechts von dem Baum. Das ist schon Holland. Niederland. Haben doch sicher schon davon gehört. Ja, doch. Dann gehen Sie also jetzt geradeaus auf das Licht zu. Und noch ein Stück weiter, bis Sie an die Bahnschienen kommen. Bei dem Dreckwetter? Pfui Teufel. Wenn Sie so weit sind, dann sind Sie schon über der Grenze. Sie werden keinen Grenzbeamten treffen. In dieser Zeit sind hier keine, das weiß ich. Dann gehen Sie also die Schienen lang, bis Sie zur Bahnstation kommen. Das ist bloß eine kleine Station. Von da können Sie morgen früh einen Zug nach Rotterdam kriegen. Müssen dem Schaffner sagen, Rotterdam, der de Klaas. Das ist holländisch. Der de Klaas. Aber ich habe doch gar kein Geld. Gar keins? Nee, das hat doch die schwarze Dame behalten, die in Antwerpen, wissen Sie. Die ist überhaupt schuld. Ach, lassen Sie mich mit Ihren Weibergeschichten in Ruhe. Wir haben Sie 5 Gulden. Damit können Sie gut bis Rotterdam kommen.
Hier haben Sie auch noch ein paar Zigaretten. Mann, gib her. Den ganzen Tag habe ich noch nicht. Sie sollen stille sein. Ja, aber warum denn bloß? Wir sind doch keine Spitzbuben. Nee, ich bin von der Polizei. Aber die in Holland brauchen uns ja nicht gerade zu hören. Sonst nehmen die sie gleich wieder hops. Na, ich sag denen einfach, die belgische Polizei hat mich zu Ihnen hier nach Holland geschickt. Das Maul werden Sie halten, verstanden? Das wird Ihnen nämlich keiner glauben. Ach so. Ach so ist das. Und dann lassen Sie sich nicht wieder in Belgien sehen. Sie haben ja gehört, was Ihnen der Kommissar gesagt hat. Sie kriegen Zuchthaus, wenn Sie sich wieder sehen lassen. Lebenslänglich. Ich warne Sie also. Nun hauen Sie mal ab. Einen Augenblick noch. Ich habe noch eine Frage, die ist mir eben noch eingefallen. Was meinen Sie denn eigentlich, wenn ich in Rotterdam mal zum Konsul gehe? Der muss mir doch neue Papiere geben. Der pfeffert Sie raus, wenn Sie sich nicht ausweisen können. Nur hauen Sie ab, verstanden? Ja, tschüss denn. Nehmen Sie wohl. Und lassen Sie sich nicht wieder blicken. Aber das mit dem Konsul versuche ich doch mal. Seien Sie still! Der wird dir was. Haben Sie denn Ihr Seefahrtsbuch? Verloren, Herr Konsul. Haben Sie einen Pass? Nee, nie gehabt. Tja, sagen Sie mal, guter Mann, was wollen Sie denn da eigentlich hier? Ja, sehen Sie, Herr Konsul, ich dachte, dass Sie doch mein Konsul wären und dass Sie mir dann helfen könnten, wieder ein Seefahrtsbuch zu kriegen, dass ich wieder ein Schiff kriegen kann. Tja, wieso denn gerade ich? Sie sind doch mein Konsul. Ich? Ihr Konsul? Tja, mein Lieber, das müssen Sie mir erst mal beweisen, dass ich Ihr Konsul bin. Na, Sie sind doch amerikanischer Konsul. Und ich bin doch Amerikaner. Das bin ich allerdings. Aber ob Sie Amerikaner sind, das müssen Sie mir erst mal beweisen. Papiere, Papiere. So müssen wir doch Papiere vorweisen können. Die sind doch auf der Tuscaloosa. Das sagt mir gar nichts. Können Sie mir überhaupt beweisen, dass Sie auf der Tuscaloosa gefahren sind? Nee. Na, sehen Sie. Was wollen Sie denn dann eigentlich hier? Wenn Sie mir schon beweisen könnten, dass das mit der Tuscaloosa stimmt, das sagt noch gar nichts. Sie wissen ja selber, dass es sogar Hottentotten auf amerikanischen Schiffen gibt. Aber sagen Sie mal, wie sind Sie denn eigentlich hierher nach Rotterdam gekommen? Die Tuscaloosa hat Rotterdam doch gar nicht angelaufen. Nee, Antwerpen. Ja, wie kommen Sie nach Rotterdam? Die belgische Polizei hat mich über die Grenze abgeschoben. Na, nun kommen Sie mal bloß nicht mit solchen Geschichten, Mann. Sowas tut keine Polizei. Fangen Sie mal bloß nicht an, Geschichten zu erzählen. Dann sind wir gleich geschiedene Leute. Beruhigen Sie sich, Mann, Herr Konsul. Ich sag's ja nicht nochmal. Ich will ja bloß ein Schiff. Ein Schiff? Ohne Papiere ein Schiff? Und da kommen Sie zu mir? Ja, wo soll ich denn die Papiere herbekommen, wenn Sie mir keine geben? Was geht denn mich das an, wo Sie Ihre Papiere herkriegen? Könnte ja jeder kommen. Hätten Sie eben besser aufpassen müssen. Na, Herr Konsul, ich glaube, ich bin nicht der Erste, der seine Papiere verloren hat. Da haben schon ganz andere Leute ihre... Richtig, aber die hatten auch Geld, mein Lieber. Jetzt ist aber Schluss, Herr Konsul. Aufs Geld kommt's also an. Ach Gott, wer hat denn was von Geld gesagt? Das waren eben andere Leute als Sie. Leute, die sich ausweisen konnten, die zu Hause hatten, eine richtige Adresse. Leute, die ein Gewicht im Staat hatten. Und mit mir, da können Sie keinen Staat machen, was? Na, ist schon gut, Herr Konsul. Ist schon gut. Ach, nun missverstehen Sie doch nicht immer gleich alles. Ich verstehe Sie schon ganz gut, Herr Konsul. Sie werden schon wieder ein Schiff kriegen, Mann. Kopf hoch. Wird schon alles wieder gut werden. Ja. Haben Sie noch Geld, Mann? Woher denn? Na, sehen Sie. Hätten Sie mir doch gleich sagen können. Hier, damit Sie mal wieder was in den Leib kriegen und ein Bett heute Abend. Danke, Herr Konsul. Aber lassen Sie sich raten, Mann. Erzählen Sie nie mehr solche Geschichten von der Polizei. Die hält den Staat aufrecht, die hält Ordnung. Die macht keine dunklen Geschäfte, schiebt keinen über die Grenze ab. Verstehen Sie?
Sehen Sie das Licht dort hinten? Das links von dem Baum? Psst, leise, Mann. Ja, das links von dem Baum. Das ist schon über der Grenze in Frankreich drüben, La France. Haben Sie auch sicher mal was davon gehört? Ja, doch. Dann gehen Sie also jetzt geradeaus auf das Licht zu. Bei dem Dreckwetter. Und noch ein Stück weiter, bis Sie an die Bahnschienen kommen. Wenn Sie so weit sind, dann... Halt, 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 Senior. Das verstehe ich aber jetzt nicht mehr. Sie waren doch in Rotterdam beim Konsul. Und jetzt sind Sie schon wieder an der Grenze? Ja, natürlich, Mister, das war's ja gerade. Ich war kaum beim Konsul raus, kaum auf der Straße. Da stand da schon wieder so ein Polizist und fragte mich nach meinen Papieren. Und abends war ich schon wieder an der Grenze, an der belgischen. Aber wie ich nach Belgien kam, da stand da so ein Grenzwächter, der hat mich auch gleich wieder geschnappt. Da haben sie mich dann in der nächsten Nacht an die französische Grenze gebracht. Aber ist ja furchtbar, Senior. Unterbrechen Sie mich doch nicht dauernd, sonst werde ich ja nie fertig mit dem Erzählen. Ja, aber ist doch furchtbar. Also, wie wir da im Dunkeln an der französischen Grenze ankamen, sagt der belgische Polizist zu mir... Also, wenn Sie da an das Licht kommen, da sind Sie schon über der Grenze. Und wenn dann so ein Franzmann... Kommt keiner, ich weiß Sie Bescheid. Sie gehen dann weiter, immer in derselben Richtung, bis zu den Eisenbahnschienen. Von da können Sie morgen früh einen Zug kriegen. Ich habe gar kein Geld. Was hat mir die schwarze Dame... Lassen Sie mich doch mit Ihrer schwarzen Dame in Ruhe. Wirklich keinen Cent. Dann nehmen Sie hier. Hier, 20 Francs. Können Sie ein ganzes Stück weit mitkommen. Und lassen Sie sich ja nicht wieder hier blicken. Nee. Nun hauen Sie ab. Einen Augenblick. Ich hätte nämlich noch eine Frage, Herr Wachtmeister. Was denn noch? Ich wollte Sie nämlich noch fragen, warum ich denn nun nicht eigentlich hier bleiben darf. Die in Holland haben mich doch erst hierher geschickt. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Mann. Holland ist nämlich ein anständiger Staat, verstehen Sie? Das ist ein Land für richtige Staatsangehörige. Und Belgien auch. Und die Ausländer, die hier kommen, müssen richtige Papiere haben und auch Staatsangehörige sein. Ja, was bin ich denn? Sie? Sie sind ein Individuum. Mein Lieber... Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie auch Polizist sind, Frechheiten können Sie sich trotzdem nicht erlauben. Was denn für Frechheiten? Na, das mit dem Individuum... Und das ist ein Polizeiausdruck. Für solche Leute wie Sie, die keine Papiere haben. Ich bin aber kein Individuum, verstehen Sie? Ich bin ein Mensch, verstehen Sie? Genauso gut wie jeder andere, auch wenn ich keine Papiere mehr habe. Was sind Sie? Ein Mensch? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Aufrührer, ein Umstürzler. Mensch, kann jeder sagen. Staatsangehörige brauchen wir. Richtige Papiere müssen Sie haben. Haben Sie verstanden? Ja, ist schon gut. Nun hauen Sie ab. Geh ja schon. Und fahren Sie möglichst weit mit der Eisenbahn, damit Sie nicht wieder zu uns herüber abgeschoben werden. Und lassen Sie sich nicht wieder sehen. Nee, bestimmt nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Das hat mal gereicht. Karten bitte. Danke. 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 Hey, Sie, Monsieur, kann ich mal Ihre Fahrkarte sehen? Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Monsieur. Ihre Fahrkarte bitte. Ach, meine Fahrkarte. Warten Sie mal. Hier, bitte. Danke, Monsieur. Tja, wo wollen Sie denn hin? Ich? Ach so, ich wollte ja bloß so ein Stückchen mit... Aber Ihre Fahrkarte geht ja bloß bis Cambrai. Cambrai? Ja, da wollte ich hin. Ja, mir mal ansehen. Da sind wir ja aber schon lange drüber raus. Nächste Station ist schon Paris. Ach du liebes... Das muss ich ja direkt verschlafen haben. Paris? Ja, Paris. Herrgott, Paris. Ach, wissen Sie was, lieber Herr? Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Paris ist doch interessanter als Cambrai. Dann werde ich mir eben Paris ein bisschen angucken. Das können Sie natürlich. Nachlösung kostet 61 Francs. Gehen Sie, lieber Herr.
Das ist aber keine Kleinigkeit. 61 Franken. Ist aber auch eine ganz schöne Strecke. Also 61 Franken, wenn ich bitten darf. So viel habe ich doch gar nicht mehr bei mir. Das habe ich mir gedacht. Nicht? Das kann man sich aber auch leicht denken, dass nicht jeder Mensch so einfach 61 Franken alle Tage mit sich fährt. Was macht man da? Gibt es denn nicht eine Möglichkeit? Ein Ausgleich? Ich meine, eine Art der Verrechnung? Na, da brauchen Sie keine Bange zu haben. Da haben wir schon eine Art Ausgleich. Verrechnen wir schon. Kommen Sie mit. Angeklagter, stehen Sie auf. Im Namen der Französischen Republik bestrafe ich Sie wegen Eisenbahnbetruges zu 10 Tagen Gefängnis. Haben Sie Einwände, Angeklagter? Nee, Einwände nicht. Abführen, der Nächste. Erster Tag. Einlieferung, Baden, Untersuchung, Zellenverteilung. Zweiter Tag. Abermals Personenfeststellung und Eintragung in dicke Bücher. Nachmittagsempfang beim Gefängnisgeistlichen. Dritter Tag. Ich werde gefragt, ob ich schon mal Schürzenbänder angenäht habe. Ich sage nein. Vierter Tag. Ich bekomme Schere, Nadel und Faden ausgehändigt. Fünfter Tag. Sonntag. Sechster Tag. Bekomme meinen Platz im Arbeitshaus. Siebter Tag. Werde einem Gefangenen vorgestellt, der mir zeigen soll, wie man Schürzenbänder annäht. Achter Tag. Der Gefangene zeigt mir, wie man's macht. Neunter Tag. Erfahre, dass morgen der 10. Tag ist. 10. Tag. Nähe am Vormittag ein Schürzenband an. Der Aufseher prüft es 1 Stunde lang. Nicht gut angenäht. Muss wieder abgeschnitten werden. Am Nachmittag. Und so entlasse ich Sie hiermit. Besten Dank, Herr Gefängnisdirektor. Haben Sie Beschwerden über die Behandlung während der Haft? Nein, im Gegenteil, Herr Gefängnisdirektor. Gut. Kann ich nun gehen? Ja, das können Sie. Das heißt, Sie wissen, dass Sie innerhalb von 15 Tagen das Staatsgebiet der Französischen Republik zu verlassen haben. Nee, wieso? Das weiß ich nicht. Steht hier unter Ihrem Gerichtsurteil. Und wieso, wenn ich mal fragen darf? Weil Sie keine Papiere haben. Das stimmt, habe ich nicht. Aber sagen Sie, Herr Gefängnisdirektor, wo soll ich denn nun noch hingehen? Ich war doch schon überall. Ach, mein Lieber, die Welt ist doch so groß. Das ist sie. Da haben Sie recht. Das ist sie ganz bestimmt. Das ist sie bestimmt. Sie finden schon einen Platz für ihr ferneres Wohlergehen. Das haben Sie aber sehr schön gesagt, Herr Gefängnisdirektor. Schönen Dank auch. Die Welt ist also groß genug für mein ferneres Wohlergehen. Auf Wieder... guten Tag, Herr Gefängnisdirektor. Bleiben! Joi. Sie haben aber einen richtigen Schreck eingejagt, Herr Oberst. Ich bin Sergeant. Nicht so ungut. Sagen Sie mal, Herr Sergeant, wie heißen denn die Berge da vor uns? Das sind die Pyrenäen. Was Sie nicht sagen. Was machen Sie hier? Ich bin Tourist.
Haben Sie die Schilder nicht gesehen? Was denn für Schilder? Da am Straßenrand. Nee. Papiere? Tja, mein lieber Herr. Mitkommen zur Wache. Schon wieder. Was haben Sie bloß angestellt? Ist es denn so schlimm, Herr Leutnant? Ach, schlimm? Ach Mann, schlimm, das ist doch gar kein Ausdruck. Haben Sie denn die Schilder nicht gesehen? Nee, Herr Leutnant. Was soll denn draufgestanden haben? Na, sagen Sie mal, was auf den Schildern steht, Morris. Festungsgebiet. Und dann klein drunter. Wer innerhalb des Festungsgebietes angetroffen wird, wird gemäß § 281b ohne Verhandlung innerhalb 24 Stunden standrechtlich erschossen. Dann wieder groß. Der Kommandant. Donnerwetter. Hören Sie mal, das ist aber ein Ding. Das ist aber ein bisschen doll gleich, was? Und sagen Sie, Herr Leutnant, der ist auch noch in Kraft, der Paragraf 218. 281b. 281b. Auch noch B, man soll es nicht glauben. Natürlich ist er noch in Kraft. Hier steht's ja, hier im zweiten Absatz. Innerhalb 24 Stunden standrechtlich. Und da lässt sich gar nichts dran machen? Nichts. Nun ist heute auch noch Sonntag. Ach, da schießen Sie wohl nicht. Oh, sonntags. Doch, doch, das hat nichts zu sagen. Aber der Kommandant kommt erst Montag früh wieder und da muss ich es machen lassen. Nun wissen Sie, Herr Leutnant, das ist mir wirklich egal, wer das machen lässt. Ja, aber mir ist's nicht egal. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Nee, habe ich auch noch nicht mitgemacht. Ist ja furchtbar. Rauchen Sie wenigstens? Ja. Bitte. Danke, Herr Leutnant. Und haben Sie Hunger? Und wie? Das können Sie mir glauben. Sie ahnen gar nicht, was man an seinem letzten Tag für einen Hunger hat. Na, Sie haben aber Nerven, Mann. Das ist doch kein Spaß. Um Gottes Willen, Herr Leutnant, Spaß? Nee, das darf kein Spaß sein, das mit dem Essen. Ich habe nämlich wirklich Hunger. Maurice, bringen Sie dem Mann was zu essen. Jawohl, Herr Leutnant. Na, schmeckt's? Tadellos, Herr Leutnant. Direkt delikat. Hab mein Leben lang noch nicht so gegessen. Gibt's das hier jeden Tag bei Ihnen? Nein, Mann. Das ist Sonntagsessen, Doppelportion. Sehen Sie, hab ich mir doch gedacht. Hab ich mir gleich gedacht, dass das eine Extraportion ist. Sehr verbunden, Herr Leutnant. Hab noch nie sowas gekriegt. Wissen Sie, Herr Leutnant? Wissen Sie, wenn ich immer so ein Essen gekriegt hätte, dann wäre ich vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden. Ein guter Mensch. Aber so. Melde, Herr Leutnant, Kommandant ist gekommen. Ach, Gott sei Dank. Dann brauche ich das wenigstens nicht mehr machen zu lassen. Ihnen hätte ich es aber nicht weiter übel genommen, Herr Leutnant. Nach dem Essen nicht. Leutnant Carpentier meldet sich als wachhabender Offizier. Besondere Vorkommnisse dieser Mann hier. Sie sind das also? Jawohl, Herr Kommandant. Ich bin das. Na sagen Sie mir, Sie Unglücksmensch, wie kommen Sie bloß hierher? Tja, Herr Kommandant, das muss eine Fügung gewesen sein. Hat wohl so sein sollen. Sie sind Holländer, nicht wahr? Nein, ich bin Deutscher, Bosch. Und waren Offizier in der deutschen Armee? Nee, ich war den ganzen Krieg im Gefängnis. Wegen Spionage? Nein, sondern weil die Deutschen glaubten, ich würde nicht erlauben, dass sie Krieg machen. Hätten Sie denn das verhindern können? In Deutschland wenigstens haben sie das geglaubt. In welchem Gefängnis haben Sie denn da gesessen? In Südfalen. In welcher Stadt? In Deutschenburg. Nie was davon gehört. Ist auch ein ganz geheimes Gefängnis. Selbst in Deutschland kaum bekannt. Hat der Mann ein Foto bei sich gehabt, Zeichenmaterial? Nein, Herr Kommandant. Und wo sind Sie über die Grenze gekommen? Bei Straßburg. Da hätten Sie ja über den Rhein schwimmen müssen. Nein, ich meine Saarburg. Und was haben Sie in Frankreich gemacht? Beim Bauern gearbeitet. Und wo wollen Sie jetzt hin? Nach Spanien. Was wollten Sie denn in Spanien? Ja, sehen Sie, Herr Kommandant, jetzt wird es Winter. Und in Spanien ist es doch so hübsch warm. Also nach Spanien wollten Sie? Ganz recht. Jetzt nicht mehr. Warum nicht?
Weil ich jetzt erschossen werde. Und wenn ich Sie jetzt nicht erschießen lasse, versprechen Sie mir dann, dass Sie dann so schnell wie möglich nach Deutschland zurückgehen? Nee. Nein? Lieber erschießen. Sehen Sie, Herr Kommandant, Deutschland hat einen Krieg verloren und muss jetzt bezahlen. Und ich will nicht mitbezahlen. Junge, das hat Sie gerettet. Also hauen Sie ab sofort. Ja. Noch was? Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Leutnant. Ja, fragen Sie. Sagen Sie, Herr Leutnant, ich habe noch gar kein Abendbrot. So kam ich nach Spanien. Ja, Gott im Himmel und Allerheiligen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja ganz furchtbar, was Sie da alles erlebt haben. Das ist ja gar nicht vorzustellen. Und seitdem sind Sie nun bei uns? Nee, Mister. Das war vor 3 Jahren. In der Zwischenzeit bin ich zur See gefahren. Ach, da haben Sie also Ihre Papiere doch noch wiederbekommen. Nee, ohne Papiere. Geht denn das? Ja, das geht. Bei welcher Reederei denn? Bei gar keiner Reederei. Das ist eine ganz besondere Sorte von Schiffen. Ach so, da gibt's besondere Schiffe für Seeleute ohne Papiere. Ja, da gibt's so eine besondere Sorte. Und jetzt machen Sie sozusagen Urlaub. Urlaub kann man auch so nennen. Ich will Ihnen mal was sagen, Senor. Ich bin arbeitslos. Ach, herrje. Hab's nicht mehr ausgehalten auf dem letzten Kasten. Ja, ja. Ja, manche Kapitäne müssen aber auch zu schlimm sein. Nicht bloß die Kapitäne. Das Schiff auch. Die Mannschaft auch. Alles. Na, dann erholen sich aber erst mal richtig, ehe sie wieder losfahren. Kann ich nicht. Hab kein Geld. Oh, wenn ich Ihnen was vorschießen darf. Mensch, Mister. Was sind Sie bloß für eine Art von Polizist? Na. Man ist doch schließlich auch Mensch. Hören Sie auf! Nichts von Mensch, Mister. Das dürfen Sie nicht sagen. Ist verboten. Haben Sie nicht gehört? Sie sind ein Aufrührer, ein Umstürzler, wenn Sie von Mensch reden. Aber was wollen Sie da machen? Nee, Mister, behalte mal deine paar Kröten, hast ja auch nicht viel. Ich gehe wieder an Bord. Heute Abend vielleicht. Auf den großen Amerikaner, der da vorne festgemacht hat? Nee. Ah, so, auf den Passagierdampfer aus Liverpool. Sie wollen es mal fein haben, was? Nee. Auf den auch nicht. Aber ist doch gar kein Schiff hier sonst. Doch, ist. Hinten im Polenhafen. Aber das ist doch kein Schiff, was da hinten liegt. Das ist doch bloß ein Haufen Dreck und Rost. Das ist die besondere Sorte von Schiffen, die ich brauche. Madonna! Da rate ich Ihnen aber von ab. Nee, lassen Sie, Mann. Das ist schon das Richtige für mich. Ich weiß da Bescheid. Wollen wir mal hingehen? Ja. Aber da rate ich ihn wirklich von ab, Senor. Da ist er. Ein Haufen Rost und Dreck. Habe ich nicht gesagt? Jo. Können Sie den Namen lesen, Mister? Nee. 2 Buchstaben. Jo. Ist anders gar nicht mehr zu lesen. Eine Flagge hat er auch nicht. Doch. Da hinten? Ach, ist doch bloß ein Fetzen. Ein paar Fransen. Sonst nichts, keine Farbe. Das ist schon die richtige Nationalität für mich.
Da wollen Sie wirklich? Ich kann doch nicht länger. Hey! And your jailer? Yes! Want the job? Herrje, Senor. Das scheint ja ein Mensch zu sein. Ich hab gedacht, es wäre eine Vogelscheuche. Was wird denn der von Ihnen? Was für ein Job? Ich hab wirklich gedacht, es wäre eine Vogelscheuche. Nee, ist schon so eine Art Mensch. Kenn ich schon. Was will er denn von Ihnen? Fragt, ob ich Arbeit haben will. Was sind Sie denn? Matrose? Nee, Stoker. Nein, brauchen wir gerade. Da rate ich ihn aber wirklich von ab, Senor. Gerade eine Maschine brauchen wir welche. Wann geht ihr raus? Gleich. Wohin wollen Sie denn? Nach, ist auch egal. England! Haben Sie aber Schwein? Wir haben ein Stück Gut für Liverpool an Bord. Sie können doch anmustern. Lassen Sie mal, lieber Senior. Was zahlt ihr denn? Englisch Geld. Und das Essen? Dann muss ich wohl. Lassen Sie, lieber Senior. Ich rate Ihnen ab. Geht nicht, Mister. Tschüss. Wir sehen uns schon nochmal wieder. Lassen Sie doch lieber. Ja, ist. Ich komm schon. Und lassen Sie sich das gut gehen, Mister. Geht gleich los. Ja, ich komm schon. Und tschüss, Mister. Tschüss, Senor Marinero. Mister. Guten Abend. Kennen mich wohl nicht mehr. Sie? Woher? Senor! Madonna! Ja, sind Sie es denn wirklich, Senor? Madonna, wie sehen Sie denn aus? Fein, was? Ja, sind Sie noch auf diesem Schiff, auf Ihrer Jorike. Ja, ich bin noch drauf. Sie haben damals nicht abgemustert? Ich meine, Sie wollten doch in England... Wir waren ja gar nicht in England. Aber der hat's doch gesagt, der hat da diese Vogelscheuche damals. Der hat noch mehr gesagt. Hat alles nicht gestimmt. Nur, dass wir gleich ausgelaufen sind. Sonst hat nichts gestimmt. Können Sie sich noch erinnern, dass ich Ihnen gleich abgeraten habe, als ich diesen Kasten sah? Diese Jorike. Mit der ist nicht gut Salz lecken, habe ich gesagt. Ja, das stimmt, das haben Sie gesagt. Aber können Sie sich noch erinnern, dass ich Ihnen damals was von einer Laus erzählt habe, die von einem Rad runtergefallen war? Ja, richtig, ja, Senor, ich weiß ich noch. Sehen Sie. Aber ich kann mich gar nicht beruhigen, wie Sie aussehen, Senor. Haut und Knochen und nur noch Fetzen auf dem Leib. Ja, ist ein Elend. Ja, wollen Sie nur hier an Land bleiben? Wo denn? Ja, wo liegt denn Ihr Schiff? Hinten, wieder im Kohlenhafen. Aber ich will Ihnen was sagen, Mister. Wenn Sie ein paar Pesinen locker haben sollten, dann komme ich gleich mal wieder und wir heben eins zusammen. Jetzt muss ich nämlich noch mal an Bord. Ja, habe ich ja. Da gehen wir doch darüber in die Kneipe da. Ja, ist gut. Ich komme nach. An nichts haben die sich gehalten, was sie versprochen hatten. An nichts. Das heißt, eigentlich hatten sie ja gar nichts versprochen. Ich war nur drauf reingefallen, auf das Gerede. Ja. Wir liefen ja auch gleich aus damals. Naja, ich hab sie gesehen. Und kaum waren wir draußen, musste ich zum Käpt'n hinaufkommen zum Anmustern. Das ist ein Schwein. Mensch, schon eine Stimme wie 1000 Stifte zusammen.
Und rechts von ihm stand die Vogelscheuche, die Sie ja gesehen haben. Wissen Sie, wer das war? Was der an Bord vorstellte? Das war der zweite Ingenieur. Ingenieur nennt sich sowas. Der stand neben dem Alten und guckte ihm über die Schulter, wie der meine Personalien in die Musterrolle schrieb. Sie sind der neue Trimmer? Trimmer? Nein, ich bin Heizer. Von Heizer habe ich nichts gesagt, Captain. Das ist richtig. Aber ich habe gefragt und Sie haben mich ja geantwortet. Ja, was ist denn das nun, Mr. Dills? Ich denke, ist alles in Ordnung. Ich will sofort aussteigen, Captain. Ich denke nicht daran, als Trimmer zu fahren. Also, das können Sie doch nicht. Ich werde mich bei der Hafenpolizei beschweren. Sie haben versucht, mich zu shanghaien. Wer hat Sie shanghaiet? Ich? Das ist eine unverschämte Lüge. Mr. Dills, damit will ich nichts zu tun haben. Das haben Sie auszubaden. Ich habe gesagt, wir brauchten noch Maschinenpersonal. Richtig, das haben Sie gesagt. Und gehören Trimmer nicht zum Maschinenpersonal? Allerdings, aber ich habe... Dann ist also alles in Ordnung. Ne? Hätten Sie eben Heizer sagen müssen. Können wir also schreiben? Wie heißen Sie? Pipip. Aber Senior, das war doch gar nicht Ihr Name. Sie heißen doch Bill. Ich wollte diesem Schwein doch nicht meinen guten Namen sagen. Nationalitäten? Ägypten. Ägypten. Ihr Heuer für Trimmer ist 70 Peseten. Was? 70 Peseten? Haben Sie das nicht gewusst? Ich habe angemustert für englische Heuer. Also, Mr. Dills, was ist denn das nun wieder? Habe ich Ihnen vielleicht englische Heuer versprochen? Allerdings, Sie haben mir englische Heuer zugesagt. Schreien Sie nicht so, Mann. Also, wie ist das nun, Mr. Dills? Ich bin das endlich leid. Von englischer Heuer habe ich gar nicht gesprochen, Sir. Doch, das haben Sie, das kann ich beschwören. Beschwören Sie bloß keine Meinheit, ja? Englisch Geld, habe ich gesagt. Na, dann ist das wohl auch in Ordnung. Wo wollen Sie abmustern? Im nächsten Hafen. Nee, das können Sie ja nicht. Sie haben für Liverpool gemustert. Ja, und Liverpool ist ja der nächste Hafen. Nee, ich habe für Griechenland deklariert, aber ich habe meine Absicht geändert und gehe nach Marokko. Sie haben gesagt Liverpool und ausdrücklich erwähnt, dass ich in Liverpool abmustern darf. Ich habe gesagt, wir haben Stückgut für Liverpool und er könne abmustern, wenn wir nach Liverpool gehen. In Ordnung, das stimmt. Wir haben 8 Kisten für Liverpool. Ölsardinen, glaube ich. Wenn ich mehr kriege, dann gehe ich nach Liverpool, aber nicht, eher nicht. Wollen Sie nun Ihren Namen hier drunter setzen? Unter das Papier? Niemals. Wie Sie wollen. Unterschreiben Sie bitte, Mr. Dills, als Zeuge. Das genügt auch. Geben Sie schon her, Captain. Ich unterschreibe selber. Ist ja nun doch alles vorbei. Na, sehen Sie. Und nun gehen Sie in den Kesselraum runter und treten Sie Ihren Dienst an. Ja. Wie heißt du? Krikor. Und du? Lasky. Wie heißt du? Pipip. Bist auch Heizer? Nee, Trimmer. Ist es schlimm hier? Wirst du ja sehen. Was essen? Fraß und nie genug. Und Geld kriegst du auch nicht. Immer bloß ein paar Kröten Vorschuss. Den Rest beim Abmustern. Aber abmustern kannst du nicht, sonst geht dein Geld flöten. Doch, kann ich. Ich will in Liverpool. Kommen wir ja nie hin. Dann woanders. Hast du Papiere? Nee. Na also, glaubst du, dass ein Seemannsamt dich abmustern lässt, wenn du keine Papiere hast? Habt ihr auch keine Papiere? Nee. Nee. Was bist denn für ein Landsmann? Und du? Ich war mal ein Yankee. Mann, dann bist du aber der erste Yankee, dem es so geht. Hab noch keinen getroffen. Ich war mal Deutscher. Bei uns gibt's mehrere von unserer Sorte. Hast du deine Papiere auch verloren? Nee, ich habe in Oberschlesien gewohnt. Aber wie das polnisch wurde, war ich auf See. Und nun erkennen Sie mich beide nicht mehr an. Die Deutschen nicht und die Polen auch nicht. Und du, Krikor? Bin aus Armenien. Uns haben die Türken rausgeschmissen. Und dann bin ich nirgendwo mehr reingekommen. Geht's allen so? Hier an Bord? Allen. Hat keiner Papiere mehr. Doch, der zweite Ingenieur. Die darf aber keinem zeigen. Laut
der Tote. Sind für die Welt draußen alle tot. Kein Aas kümmert sich mehr um uns. Können uns nirgendwo ein Land mehr sehen lassen. Ist ein richtiges Totenschiff. Die Jorike. Weißt du, was ich mal gelesen habe? In einem Buch. Früher, in Rom, da haben sie so einen Zirkus gehabt. Da sind alle Leute reingegangen und haben zugeguckt. War aber kein Zirkus mit Elefanten und einer Seiltänzerin. Nee, war ein Zirkus mit Menschen. Lauter solche wie wir. Gladiatoren nannten sie die. Und mussten sich gegenseitig im Zirkus totschlagen. Und die Leute haben zugeguckt und geklatscht. Den Damen auch. Aber bei uns guckt keiner zu. Die gucken alle weg. Mister. Was ist, Senior? Geben Sie noch eine Brille aus. Aber gewiss doch. Du, Lasky, ich hab Hunger. Du auch? Ich auch. Lasky? Hm? Ich will dir mal was sagen, Lasky. Was denn? Weißt du, was für eine Ladung wir im Raum haben? Nee, ist ja verschlossen. Hab aufgemacht. Weißt du, was drin ist? Nee, was denn? Kisten. Hab zwei aufgemacht. Was waren drin? Konserven. Hm? In beiden. So? Ich hab ein paar Dosen mitgebracht. Zeig mal. Warte mal, hier steht's ja drauf. Warte mal, ich geh mal unter das Licht. Marmelade. Zeig mal die große. Ja, ja. Cornet Beef. Machen wir mal eine auf, was? Mensch, richtige Marmelade. Mensch, prima. War ein guter Gedanke von mir, was? Lasky, weißt du was? Das Zeug schmeckt aber komisch. Was? So nach Stauferfett. Die Kerne sind auch noch drin. Du, warte mal. Du, da, das sind doch keine Kerne. Warte mal. Du, Lasky, guck mal her. Weißt du, was das ist? Na, was denn? Patronen sind das. Für ein Brownie. Kannst du sehen? Das ist aber ein Ding, du. Mach die andere auch mal auf. Du musst die Wurst ausschütten. Siehst du? Auch. Was ist denn das? Das ist aber ein Ding. Die Schweine. Und in den Papieren steht Pflaumenmus. Und die Schweine machen Krieg damit. Ich möchte nur wissen, was das für Schweine sind. Weiß ich. Gibt immer welche, die Krieg machen und solche Pflaumenmus-Patronen brauchen. Und uns sagen sie, der Mensch muss Moral im Leibe haben. Und die Welt ist ja groß, lieber Freund. Bloß die selber. Für diese zu klein. Die haben nicht mal mehr Platz für unser einen. Aber wenn sie es für gut befinden, dann morden sie. Und machen Krüppel. Und rauben die Kinder von den Müttern. Und nehmen den Frauen die Männer. Die machen den Staat und pusten ihn auf wie Luftballon. Und dann steht da am Himmel der Luftballon. Und alle müssen ihn anschauen und nachreden. Das ist unser Staat. Das ist unser neuer, lieber Gott. Und die Schweine, die den Luftballon aufgepustet haben, die stehen beiseite, reiben sich die Hände und machen Gebote und Gesetze. Und wenn es ihnen passt, schmeißen sie alle über den Haufen. Und wenn sich einer wundert, dann nehmen sie ihre bunten Fahnen und wedeln den Leuten vor den Nasen rum, bis ihnen ganz schwindelig wird und sie sagen, das muss so sein. Wir müssen jetzt ein bisschen Krieg machen, bloß ein bisschen. Der neue liebe Gott will es so, der Luftballon. Und die Leute sind still und wagen sich nicht, den Mund aufzumachen und gehen in den Krieg. Und dann dauert die Schweinerei Jahre und Jahre. Und keiner kommt zurück. Und wir liefern ihnen das Pflaumenmus dazu. Mit Steinen, mit kleinen Messingkernchen, die eine ganz kleine Bleikugel obendrauf haben. Was machen wir? Wir bringen ihnen ins Haus, was sie brauchen. Weil wir sonst vor Hunger krepieren, wenn wir es nicht tun. Thank you.
Lasky! Hä? Ich war mal oben. Die Küste ist zu sehen. Berge? Ja, ziemlich hoch. Das ist Marokko. Und eine ganze Menge Segel sind zu sehen, so kleine, wie die Araber haben. Die werden wohl kommen und sich die Ladung holen. Das Pflaumenmus mit Kernen. Und wenn ein Wachschiff kommt? Kommt keins, ist nie eins gekommen. Und wenn eins kommt? Der Alte lässt sich nicht reden. Die sind aber schneller als wir, die Wachboote. Trotzdem. Und wenn er schießt? Dann schießt er sie. Und wir? Denkst du denn, dass du so schnell von hier unten rauskommst, wo alles so verbaut ist? Das ist dem Alten doch egal. Und wenn sie den Alten dann kriegen? Das ist dem Reeder doch egal. Der hat die Jorike schon ganz schön versichert, kannst mir glauben. Wo wohnt denn der Reeder? Weiß ich nicht, weiß kein Mensch. Er muss doch irgendwo sitzen. Sicher, im Clubsessel. Hey, Mister. Was denn, Senor? Mister, geben Sie doch noch eine Buddel auf. Aber ja doch. Lasch! Krieger! Ich kann nicht mehr. Mein Herz, ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Na ruhig, Mann. Leg dich erst mal hin und trink hier mal Wasser. Stirbst dich nicht so leicht, Pipip. Aber ich krieg doch keine Luft mehr. Ruhig, du musst dich nicht so aufregen. Musst ruhig sein. Mach's doch nicht schlapp, wir helfen dir doch, wenn du schlapp machst. Der Lasky und ich. Wir sind doch keine von die Gladiators, die sich totschlagen, damit die anderen was zum Lachen haben. Ich geh mal rauf, Pipip. Hol was zu trinken, ich muss mal Luft holen. Ja, geh mal zu. Der Lasky soll mal auf die Feuer aufpassen. Ist gut. Pipip! Was ist denn? Das Dampfrohr da oben. Geplatzt! Lasky! Krieghorn! Was ist denn? Der Krieghorn! Der ist gerade da oben, hörst du? Wo denn? Oben vom Schott, hörst du nicht? Fällt doch ab! Wo ist denn das Ventil? Den Maschheber! Du bist ja nicht zu sehen vor lauter Dampf. Gib mal einen Engländer! Halt die Fresse, du Schwein! Schieße ja! Dieser Mistkram, alles verrottet! Alles Mist! Jetzt ist das Ast abgebrochen! Was ist denn los? Halt! Du Hund, sonst ich schmeiße dich ins Feuer! Du Hund, wenn ich runterkomme! Was ist denn? Deine Schuld, alles verrottet! Du Hund! Hilfe! Das wäre ihn aber einsteilen, den hat er noch mir werfen! Hau ab, sonst kommt noch was! Halt mal, Lasky! Hier sind noch Ventile! Hier! Ich schaff's! Echt? Aber Gregor ist nicht mehr hier! Er ist wohl noch rausgekommen. Gott sei Dank. Nee. Hier ist er. Hier liegt er. Gregor. Herrje. Komm mal her, Pipip. Nimm mal wahr. Vorsichtig. Leg ihn hin. Ist ja kochend heiß. Kochendes Wasser in Klamotten. Gregor! Herrje. Weißt du was, Pipip? Was denn? Der ist ja tot. Mister! Mister! Was denn, Senor? Mister, was meinen Sie denn? Was essen? Gehen Sie noch eine Bulle aus? Ja, Senor, gleich. Ja. Aber das ist ja. Das ist ja. Da können Sie doch nicht bleiben, das ist ja die Hölle. Da können Sie doch nicht bleiben, Senor. Bleib ich auch. Aber da gehen Sie doch vor die Hunde. Wir gehen vor die Hunde. Das geht doch nicht. Wissen Sie noch die Laus, von der ich mal erzählt habe? Nein, ich weiß noch, Senor. Die fiel von dem Rad. Von dem Rad. Die kommt nun nie mehr rauf. Aber das muss doch mal ein Ende haben. Ein Ende. Aber wie
denn? Gibt ja noch mehr Dampfrohre, die platzen. Ei, Jesus, dürfen Sie doch gar nicht mehr dran denken. Denke ich auch gar nicht. Brauch ja gar kein Dampfrohr zu sein. Ja, da müssen doch mal runter, Senior. Sie können doch da nicht bleiben auf der Joike. Auf der Joike bleibe ich auch nicht mehr. Nein, dürfen Sie auch nicht, Senior. Einmal gehen wir runter, Mister. Wissen Sie, was schlechtes Wetter ist? Regen? Nicht bloß Regen, Sturm, Taifun. Wissen Sie da was von? Nee, habe ich nie erlebt. Aber muss furchtbar sein. Kann ich Ihnen sagen, ist furchtbar. Das brummt in der Takelage. Das brummt in der Takelage wie in der Bassgeige. Die sollen ja wie Häuser werden, so hoch. Werden sie auch. Wie hört sich denn das bloß an? Wie sich das anhört. Denken Sie sich mal ein Dutzend Trommeln, die wirbeln alle miteinander. Und dann kommt das näher und näher und immer lauter. Und dann kommt noch eine Posaune dazu. Und dann kommt das immer näher und näher. Und dann ist das da. Und dann wird alles weiß und Gischt. Und sie sehen nichts mehr und hören nichts mehr. Und dann wieder die Trommel und die Posaune und dann die Trommel und die Pauke. Und immer wieder und das hört nicht mehr auf und hört nicht mehr auf und wird immer höher und furchtbar. Und die Seen werden wie Berge und kommen und kommen. Senior. Und kommen und kommen und mitten in all der Furchtbarkeit, in all dem Entsetzen und Weltuntergang, mittendrin. Da schwimmt dann die Jannecke. Madonna. Lasky? Hm? Das ist aber ein Wetter, Lasky. Ja. Was denkst du denn, Lasky? Ja, das ist ein Wetter. Lasky? Ja. Mensch, Lasky. Jetzt weht's schon 48 Stunden so. Ja. Und an Deck sieht's aus. Ich war mal oben. Alles zerschlagen und über Bord. Nichts mehr. Das glatte Deck. Hm? Nur die Luken noch. Alles glatt sonst. Ob sie das noch lange macht? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Die Luken. Das halten die Luken nämlich nicht mehr lange aus. Glaube ich nicht, Lasky. Ist egal. Aber wenn das die Luken nicht mehr aushalten... Ist es so weit? Das Schott hält auch nicht! Das Schott, lass mich! Komm raus, das Schott! Das Wasser läuft ein! Und das Schiff läuft an! Raus! Ja, ich komme! Pepe! Wo bist du? Hier! Lass mich! Wart mal, Pip-Pip! Kann ich nicht sehen! Ja! Ich warte! Da bist du! Komm, das macht ihn nicht mehr lange! Bist du hier? Lass mich! Ja, Pip-Pip hier! Gut, halt dich fest! Lass mich! Wo sind denn die anderen? Halt gesehen, die Sender! Was ist denn das, worauf wir liegen? Das Krankenhausdach von der Jorike. Die Jorike. Nu ist sie weg. Und die anderen auch? Ich glaube. Wie bist denn da drauf gekommen, auf das Krankenhausdach? Weiß ich auch nicht. Schuss auf einmal neben mir aus dem Wasser. Gut, dass du mich raufgezogen hast. Pip-Pip! Pip-Pip, wo bist denn? Da! Hier! Komm, bleib! Heißt er eigentlich richtig so, oder? Oder ist das auch nur so? Eigentlich heißt es so. Ich sag aber weiter, Pip-Pip, was? Ja, das tun wir. Gefällt! Oh! Ich
glaube, ich habe einen Arm gebrochen, Pepe. Ich kann nicht mehr lange festhalten. Warte mal, ich bin dich fest. Ist besser so? Ja, ist besser. Du, ich glaube, der Krieger hat's besser gehabt. Bei dem ist schnell gegangen. Ja. Und glaub es, flaut ab, Pipip. Was machst du denn? Ich musste dran denken. Jetzt brauchen wir nämlich keine Papiere mehr. Und kein Konsul, kein Hafenamt. Du! Pipip! Da ist der Jörg! Die ist ja gar nicht untergegangen. Wo denn? Da, unter dem Stern, siehst du? Nein. Doch, ganz deutlich, siehst du? Jörge! Jörge! Jörg. Wenn wenigstens nicht Nacht wäre. Musst ruhig sein, Lasky. Sonst verlierst du zu viel Kraft. Die brauchen wir zum Festhalten. Festhalten, gut, fest. Ich mag nicht sterben, Pippi. Was geht, Mensch? Und Pippi, wenn auch alles bloß Elend und Dreck. Ich atme noch. Ich atme doch noch. Ich mag nicht. Wir wenigstens die Sonne noch aufgehen sehen. Bitte. Hey, Freund! Lasky! Da! Lasky! Lasky! Seit dem 18. März überfällig und wird als verschollen erklärt. Forderungen sind beim Hafenamt Zimmer 342 einzureichen. Der Hafenkapitän. Wird wohl keiner mehr Forderungen haben an die Jorike. Nur der Reeder. Und der geht nicht zum Hafenamt, der geht zur Versicherung. Wie hieß der denn gleich? Bill. Pipip hat er sich auch mal genannt. Bill. Da hat er also doch recht gehabt damals. Wissen Sie, was schlechtes Wetter ist? Nicht bloß Regen. Nein, Sturm, Taifun, das ist furchtbar, kann ich Ihnen sagen. Und dann kommt das näher, und näher, und immer näher. Hat er doch recht gehabt, der arme Kerl. Wissen Sie noch, die Laus, von der ich Ihnen mal erzählt habe, die Laus. Ich weiß noch, die fiel vom Rad. Ich hab's ihm doch gesagt, er sollte nicht auf diese Jorike gehen. Es ging wohl nicht anders. Die armen Kerls sind doch eigentlich auch Menschen.